Elftes Kapitel. Das Vaterunser. Einst verweilte er an einem Orte im Gebete. Als er damit zu Ende war, bat ihn einer von seinen Jüngern: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung. Gleichnis vom zudringlichen Freund. Dann fuhr er fort: Einer von euch hat einen Freund. Zu dem geht er mitten in der Nacht und sagt zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote. Ein Freund von mir ist auf der Reise zu mir gekommen, und ich habe nichts ihm vorzusetzen. Jener aber gibt von drinnen zur Antwort: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon geschlossen, und meine Kinder sind bei mir in der Schlafkammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Jener aber hörte nicht auf zu klopfen. Ich sage euch, wenn er auch nicht deshalb aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er nötig hat. Erhörung des Gebetes. So sage ich euch: Bittet, und es wird euch gegeben. Suchet, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn einer von euch seinen Vater um Brot bittet, gibt er ihm dann etwa einen Stein? Und wenn er um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder wenn er um ein Ei bittet, gibt er ihm dann einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der himmlische Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Böswillige Anschuldigungen. Er trieb einen Teufel aus, der stumm war. Als der Teufel ausgefahren war, konnte der Stumme reden. Die Volksscharen staunten darüber. Einige aber von ihnen sagten: Er treibt die Teufel nur durch Beelzebub, den Anführer der Teufel, aus. Andere stellten ihn auf die Probe und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Er aber durchschaute ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Jedes Reich, das in sich selbst uneins ist, zerfällt, und ein Haus stürzt über das andere. Wenn nun der Satan mit sich selbst uneins ist, wie soll da sein Reich Bestand haben? Ihr sagt ja: Ich treibe die Teufel durch Beelzebub aus. Wenn ich die Teufel durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Diese werden darum eure Richter sein. Wenn ich aber die Teufel durch den Finger Gottes austreibe, ist damit das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ein Starker bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist sein Eigentum in Sicherheit. Wenn aber ein Stärkerer ihn überfällt und ihn überwindet, so nimmt er ihm die Waffenrüstung, auf die jener sich verließ, und verteilt die gemachte Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Rückfall in die Sünde. Wenn der unreine Geist vom Menschen ausgefahren ist, schweift er durch öde Steppen und sucht sich eine Ruhestätte. Findet er keine, so sagt er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich ausgezogen bin. Und er kommt und findet es schön gefegt und geschmückt. Dann geht er hin und holt noch sieben andere Geister, die schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen ein und lassen sich darin nieder. Und die letzten Dinge eines solchen Menschen werden ärger als die ersten sein.
Seligpreisung Marias. Während er so redete, rief eine Frau aus dem Volke ihm zu: Selig der Leib, der dich getragen, und die Brust, die dich genährt hat. Er aber sprach: Jawohl, selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Zeichen des Jonas. Als die Volksscharen zusammenströmten, sprach er: Dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es verlangt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jonas. Wie nämlich Jonas für die Niniviten zum Zeichen wurde, so wird es auch der Menschensohn für dieses Geschlecht sein. Die Königin des Südens wird sich im Gerichte mit den Männern dieses Geschlechtes erheben und sie verurteilen. Kam sie doch vom Ende der Welt, um auf Salomons Weisheit zu lauschen. Und hier ist mehr als Salomon. Die Männer von Ninive werden sich im Gerichte mit diesem Geschlechte erheben und es verurteilen. Haben sie sich doch auf die Predigt des Jonas hin bekehrt. Und hier ist mehr als Jonas. Gleichnis vom Licht. Niemand zündet ein Licht an und stellt es in eine Ecke oder unter den Scheffel. Er stellt es vielmehr auf den Leuchter, damit alle, die eintreten, den Lichtschein sehen. Dein Auge ist die Leuchte deines Leibes. Ist dein Auge gesund, so hat dein ganzer Leib Licht. Ist es aber krank, so ist dein Leib in Finsternis. Sieh also zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis sei. Wenn dein ganzer Leib Licht hat und kein Teil im Dunkel steht, so ist alles ganz hell, wie wenn die Leuchte dich mit ihrem Schein erhellt. Strafrede gegen die Pharisäer. Während er noch redete, bat ihn ein Pharisäer, bei ihm zu speisen. Er ging hin und setzte sich zu Tische. Als der Pharisäer sah, dass er sich vor der Mahlzeit nicht wusch, wunderte er sich. Da sprach der Herr zu ihm: Ihr Pharisäer haltet Becher und Schüssel äußerlich rein, innerlich aber seid ihr voll Raubgier und Ungerechtigkeit. Ihr Toren, hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen? Gebt lieber das, was darin ist, als Almosen, dann ist euch alles rein. Aber weh euch, ihr Pharisäer, ihr gebt den Zehnten von Minze, Raute und jeglichem Gartengewächse, aber um Recht und Liebe zu Gott kümmert ihr euch nicht. Das eine soll man tun, das andere nicht unterlassen. Weh euch, ihr Pharisäer, ihr habt gern den Ehrenplatz in den Synagogen und wollt auf den öffentlichen Plätzen gegrüßt sein. Weh euch, ihr gleicht unkenntlich gewordenen Gräbern, über die man hinschreitet, ohne es zu wissen. Strafrede gegen die Schriftgelehrten. Ein Gesetzeslehrer entgegnete ihm: Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Da sprach er: Weh auch euch, ihr Gesetzeslehrer, ihr bürdet den Menschen unerträgliche Lasten auf, selbst aber rührt ihr die Lasten nicht mit einem Finger an. Weh euch, ihr baut den Propheten Grabmäler, und eure Väter haben sie getötet. So bezeugt und billigt ihr die Taten eurer Väter. Jene haben sie getötet, und ihr errichtet ihnen Bauten. Darum hat die Weisheit Gottes gesprochen: Ich will Propheten und Boten zu ihnen senden. Von diesen werden sie die einen töten, die anderen verfolgen. So soll an diesem Geschlechte gerecht werden das Blut aller Propheten, das seit Erschaffung der Welt vergossen ward. Vom Blute Abels angefangen bis zum Blute des Zacharias, der zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, ich sage euch, es soll gerecht werden an diesem Geschlechte. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer, ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht eingetreten und habt die abgehalten, die eintreten wollten. Als er von dort wegging,
setzten ihm die Schriftgelehrten und Pharisäer heftig zu und überhäuften ihn mit allerlei Fragen. Dabei lauerten sie ihm auf, um eine Äußerung aus seinem Munde aufzufangen und ihn daraufhin anklagen zu können. 11. Kapitel. Das Vaterunser. Einst verweilte er an einem Orte im Gebete. Als er damit zu Ende war, bat ihn einer von seinen Jüngern: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung. Gleichnis vom zudringlichen Freund. Dann fuhr er fort: Einer von euch hat einen Freund. Zu dem geht er mitten in der Nacht und sagt zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote. Ein Freund von mir ist